Mit Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, IHS-Chef Bernhard Felderer und dem EVN-Generaldirektor Burkhard Hofer hat sich eine hochkarätige Expertenrunde im Management-Club eingefunden, um das Thema Energieversorgungssicherheit für Österreich zu diskutieren. Ein Thema, das nicht zuletzt aufgrund der Russland-Gaskrise aktuell und spannend ist, wie auch das rege Publikumsinteresse zeigt. Für Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner war der Verlauf der Gaskrise kalkulierbar. Wir haben, was die Kapazitäten anbelangt, wirklich gute Reserven in Österreich, haben aber auch noch, das haben wir Gott sei Dank nicht gebraucht, aber Verordnungsmöglichkeiten, wenn es hier wirklich ganz kritisch gewesen wäre. Und so sind wir sehr gut über die Runden gekommen. Wir haben ein Krisenmanagement fahren können, das eigentlich dazu beigetragen hat, dass niemand in Österreich hier wirklich gelitten hat oder frieren musste oder was auch immer. Jetzt müssen aus der Krise die notwendigen Schlüsse gezogen werden, fordert Mitterlehner. Wir brauchen einen Gesamtenergieplan, wie wir langfristig die Energiekrise nicht nur jetzt kurzfristig meistern, sondern langfristig den Verbrauch sicherstellen. Man muss überhaupt sagen, die Krise haben wir nicht bewältigt auf Basis von staatlicher Bevorratungsverpflichtung, sondern auf marktwirtschaftlicher Basis. Und weil es hier ganz klare auch Vertragskonditionen gegeben hat, die seitens Gazprom auch eingehalten worden sind. Wenn die Leitung jetzt da bei Baumgarten hereinkommt und die Russen interessiert sein werden, bestehende Systeme zu nutzen und wir sitzen da praktisch an der Quelle, dann wird eine Versorgungssicherheit Österreichs über Jahre gegeben sein. Die werden das nutzen wollen. Und zum Zweiten haben wir mit Nabucco auch Alternativprojekte in der Pipeline, kann man noch nicht sagen, aber in Vorbereitung. Und die werden wir brauchen und die werden wir kriegen. Und das wird die Diversifikation sein, die wir brauchen. Weniger optimistisch sieht IHS-Chef Bernhard Felderer die zukünftige Energieversorgungslage Österreichs. Ich denke, wenn wir über Versorgungssicherheit reden, sollten wir nicht nur über die Frage reden, woher die Energie künftig kommt, sondern auch darüber, ob wir immer so viel Energie brauchen werden. Wir haben uns ja vor 30 Jahren vorgenommen, eine Entkoppelung, das heißt das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch zu entkoppeln. Und das ist nicht gelungen. EVN-Generaldirektor Burkhard Hofer sieht in der Lage Österreichs einen besonderen geopolitischen Vorteil, den es zu nutzen gilt. Wir sind in der Gasversorgung natürlich in einer ganz besonderen Lage, weil wir Österreich hier als eine Drehscheibe Europas haben. An diesem Übergabepunkt, den Herr Minister schon angesprochen, am Baumgarten, wird also hier das Gas nach Italien, nach Deutschland weitergeschippert. Also wir haben hier eine zentrale Rolle und das ist auch schon angesprochen worden. Es ist auch die Chance für uns, hier einen liquiden Markt zu installieren und hier auch die österreichischen Positionen im Zusammenhang mit einem internationalen Gashandel zu etablieren. Alle Experten sind sich einig, weitere alternative Energiequellen in Zukunft zu erschließen. Nur die Nutzung der Atomkraft bleibt für die Regierung weiterhin ein Tabu. Trotzdem gilt es, sich mit dem Themenkomplex Nuklearenergie auch aus außenpolitischen Gründen neu auseinanderzusetzen. Bis auf Irland und Dänemark haben wir kaum Partner mehr im Bereich der EU, die sich nicht für Atomkraft aussprechen. Daher wird das Thema ein Thema sein und wir müssen unsere Strategie in diesem Zusammenhang festlegen. Und zwar im Umgang jetzt mit den anderen Ländern und wie wir unsere eigene Position entsprechend vertreten können. Von uns werden Sie keinen finden und sicherlich auch nicht in mir. Ich bin selber eher auch persönlich gegen Atomkraft, der hier das aufweicht. Und wenn wir uns da mit dem beschäftigen, hat es diesen Hintergrund, das durchzusetzen, aber nicht das aufzuweichen. Wir haben uns entschieden, keine Atomkraft zu haben. Wir haben jetzt eine Generation von Atomkraftwerken, die wir mit Recht als gefährlich erachten. Aber es gibt ja Möglichkeiten, von denen wir nicht wissen, ob sie realisierbar sind. Ich rede von Kernverschmelzung. Und ich glaube, möglicherweise werden wir eines Tages keine Alternative haben. Ganz logisch, nicht? Weil irgendwo ist es natürlich auf Dauer unehrlich, wenn ich sage, Atomkraft will ich nicht und auf der anderen Seite Wasserkraft kann ich nicht, weil das so kompliziert ist. Und dann sage ich, aber auch Importe wollen wir nicht, sondern Autarkie. Und dann wird die Frage schon erlaubt sein und sagt, nun glauben Sie wirklich, dass Österreich alles mit erneuerbarer Energie schaffen kann? Eines steht fest, der Energieverbrauch Österreichs wird auch in den kommenden Jahren stetig ansteigen. Auf die österreichische Energiepolitik werden also auch in Zukunft viele derzeit noch ungelöste Fragen zukommen.